Sie hören, Sie sehen. Eine Sammlung von Texten, die längst vergessen sind. Eine Sammlung von Momenten gegen das Verschwinden des Theaters. Sätze, Reden, Figuren aus verloren gegangenen Stücken, die dem Spielplan abhanden gekommen sind, die ausgesondert wurden, für nicht systemrelevant erklärt. Was ihnen geschah, geschieht dem Theater nun selber. Es wird geschlossen, ausgesondert. Vergessen? Wir spielen an gegen das Vergessen. Wir spielen an gegen das Verschwinden und lesen deshalb aus vergessenen Stücken. Wir erwecken Gestalten zum Leben und drehen die Regler mit fremder Sprache hoch. Gerade jetzt, wo alles schlafen soll, Monologe, Szenen, Debatten, Miniaturen, Konzerte, Tanz. Wir proben, wir spielen, wir denken weiter. Denn das Theater als Ort der Verwandlung, des Zweifels, des Fremdseins, das muss überleben. Daran wollen wir glauben. Davon wird man ja wohl noch träumen dürfen. Oder? Eine böse Arbeitermär, die sich nie begeben hat, aber deren Wirklichkeit fantastisch ergreift. Die Wupper von Else Laske Schüler, uraufgeführt 1919. Das Arbeiterviertel einer Fabrikstadt in Wuppertaler. Drei Männer kommen langsam schweigend über die Brücke. Der eine murrt unheimlich. Es ist der Pendel Frederich. Sein linkes ausgelaufenes Auge bedeckt eine schwarze Klappe. Der zweite ist Lange Anna, der trägt eine Handharmonika an einem verschossenen Band um die Schulter. Der dritte ist der gläserne Amadeus, der nimmt vorsichtig Platz auf der Stufe, die von der Brücke zum Weg führt. Die beiden anderen setzen sich auf das Gelände der Brücke. Der Arbeiter August und seine Schwesterchen Lieschen kommen dazu. Abend zusammen. Kommt ihr schon von der Arbeit? Wo sonst her, alter Duckmäuser? Amadeus, du blutest ja. Lass uns mal bluten aus den Nasen rinnen. Was fängt er auch an, gescheit zu reden aus seinem Traumbuch? Liesken, es tröppelt immer. Lass uns lutschen ran. Seid man still. Es gibt noch was hinter der Düsterkeit. Wart man, wenn es erst Licht wird. Hier, hast du Licht. Das können wir auch machen. Versteck die Visage in dein Schabbesdeckel, Lieschen. Frederich hat wieder seinen Pendel raushängen. Ich hab so eine Angst, Aujus. Wir wollen bei Mutter gehen. Ach, bange Hippe. Es ist auch Zeit. Macht euch nach Haus. So ein kleines Bald gehört nicht mehr auf der Straße. Ich sag euch, lang mach ich so ein Leben nicht mehr mit. Pendel Friedrich, was hast du von deinem Leben? Ich hab nix von's Leben, aber es hat mir zum Zeitvertreib. So ein verfaultes Zeitvertreib. Nix für seine feinen, glasige Finger. Aber wenn's einen in den Schauernack spielen will, dann hol's mir aus seine Kiste. Und von der Türen rannten die Kochmamsels und die Herzen fielen ihnen in die Buchsen. Mit dich mache ich oft so eine Oper. Dass die Polizisten dich nicht kriegen tun, Pendel Friedrich. Sie lachen selber. Was hast du eigentlich von der Sauerei? Und guckst man immer so mit das eine Auge in deinen Kopf rein? Na, rutzig immer, lauter rot. Die Mutter Pius, die hat ein Mittel dafür. Aus dem Zuchthaus Kirchhof holt sie die Totenköpfe und reibt sie zu Zucker. Medea von Hans-Henny Jahn.
Mein Sohn, du wartest auf mich. Und im Zweifel bist du, wie Medea dir begegnen möchte, nachdem sie deine Liebe Ziel erfahren. Das tiefer dein Vertrauen zu mir nicht, könnte schmerzen. Jedoch verschwinden kleine Sorgen vor dem größten Glück. Und größtes Glück für mich, mein Sohn, ist deine Heirat. Zwar endet an dem Tag, an dem ich Braut und Bräutigam zum Brautbett leite, mein letztes Recht an deiner Herrlichkeit. Vergessen, dass ich deine Mutter war, muss ich danach geduldig üben. Und Schatten eines Glücks nur ist es, wenn freundlich man mir sagt, dass ich Großmutter heiße. Doch einem Glückstag opfert man das sorgenreiche Leben gerne. Und das will ich. Seit deinem 7. Lebensjahr bist fern du meiner Pflege. Schnitzt sich doch Bogen, Schwert und Spieß und was ein Knabe lieben mag, doch besser mit der Männerhände. Zwar wären meine Hände faul dir nicht gewesen, waren sie doch träge nicht, den Geist des jüngeren Bruders zu befriedigen. Es zog zum Vater dich, zu Männern dich. Da widerstehen ist der Frauen hoffnungsloses Mühen. Was ich versuchte, um so spät die Früchte schmerzlicher Geburt von deiner Schönheit abzupflügen, misslang und zeugte Widerwillen gegen mich in dir. Genug. Genug. Du wartest von meinen Augen fortgerückt. Nicht etwa, dass du fern warst durch die Jahre. Ich sah den edlen Gang an dir und deiner Hände mannigfache Taten und deines Auges Augen leuchten. Sah, was jedem ausgestellt. Doch deine Ganzheit sah ich nicht, wonach sich Mütter sehnen. Sah deines Leibes blühen, reifen nicht, was Sklaven du vergönntest. Badend dich zu schauen, sah ich nicht, dein Vater erntete das Glück, das ich mir einst erhoffte. Und Zuflucht meiner Wünsche blieb die eine Nacht, in der ich, dem Gesetz gehorchend dir und deiner Braut die Kerzen halte. Dann werde ich dich sehen. Und was mein Leib geboren, erfahren endlich, warum alt ich und gebrechlich. Erschauen, was mein inneres Auge bildete. Vergaß ich doch kein zartes Fältchen und keiner Muskelspiel in meinem Herzen, dass ich's mit Schönheit überhäufte und mit Gebärden wie Bildhauer sich die Götter denken, wenn sie ihnen nackt erscheinen. Und siegen wirst du über mich, der Grüblerin an allem. Demütig werde ich werden und mich dem Mysterium der Liebe beugen. Nicht länger löcken gegen meines Joches Dorn, verehren lernen, neidlos lieben werde das männliche Ich, das über uns hinwegstampft wie die Stiere. Nicht zweifle daran, dass mein Segen dich begleiten wird. Nur eines zeig mir an, dass meine Augen Sehnsucht dir nicht lästig sein wird. Der neue Mendoza oder Geschichte des kumbanischen Prinzen Tandy von Jakob Michael Reinhold Lenz.
ein Text von 1774 eines kompromisslosen, modernen, der schonungslos Missstände benannte, deren Thematisierung Zeitgenossen in diese Form vermieden. Ich reise, aber nicht vorwärts, zurück. Ich habe genug gesehen und gehört, es wird mir zum Ekel. Nach Kumba? Nach Kumba. Einmal wieder Atem zu schöpfen. Ich glaubte, in einer Welt zu sein, wo ich edlere Leute anträfe als bei mir. Große, viel umfassende, viel tätige. Ich ersticke. Wollen Sie zur Ader lassen? Spottet ihr? Nein. In der Tat, Sie sind so blutreich. Ich glaubte, im hastigen Reden wäre Ihnen was zugestoßen. In eurem Morast ersticke ich. Treib's nicht länger, mein Seel nicht. Das, der aufgeklärte Weltteil? Allenthalben, wo man hinriecht, Lässigkeit, faule, ohnmächtige Begier, lallender Tod für Feuer und Leben, Geschwätz für Handlung. Das, der berühmte Weltteil. Oh, pfui doch. Oh, erlauben Sie. Sie sind noch jung. Und denn sind Sie ein Fremder. Und wissen sich viel in unsere Sitten zu schicken und zu rücken. Das ist nur nichts gerät. Ohne Vorurteil, mein Freund. Ganz mit kaltem Blut. Ich fürchte mich, weiterzugehen, wenn mein Missvergnügen immer so zunimmt wie bisher. Aber wisst ihr, was die Ursache ist, dass eure Sitten nur Fremden so auffallen? Oh, ich mag nicht reden. Ich müsste entsetzlich weit ausholen. Ich will euch zufrieden lassen und nach Hause reisen. In Unschuld meine väterlichen Besitztümer zu genießen, mein Land regieren und Mauren herumziehen, dass jeder, der aus Europa kommt, erst Quarantäne hält, ehe er seine Pestbeulen unter meinen Untertanen vervielfältigt. Also das ist erstaunend hart, allerliebster Prinz. Ich wünschte gern, dass Sie eine gute Meinung von uns mit nach Hause nehmen. Sie haben sich noch nicht um unseren Garten und Feldbau bekümmert. Aber was, Sie sind noch jung. Sie müssten sich 10, 20 Jahre wenigstens bei uns aufhalten, bis dass Sie lernten, wo wir es allen anderen Nationen in der ganzen Welt zuvor getan. Im Betrügen, in der Spitzbüberei. Ei, was, ich rede vom Feldbau und Sie... Alles zugestanden. Ich baue zuerst... Mein Herz denn um mich herum. Alles zugestanden. Ihr wisst erstaunlich viel. Aber ihr tut nichts. Ich rede nicht von Ihnen. Sie sind der wackerste Europäer, den ich... Das bitte ich mir aus. Ich schaffe den ganzen Tag. Ich wollte sagen, ihr wisst nichts. Alles, was ihr zusammengestoppelt, bleibt auf der Oberfläche eures Verstandes. Wird zu List, nicht zu Empfindung. Ihr kennt das Wort nicht einmal. Was ihr Empfindung nennt, ist Schminke. Womit ihr Brutalität bestreicht. Ihr seid wunderschöne Masken, mit Lastern und Niederträchtigkeiten ausgestopft, wie ein Fuchsbalg mit Heu. Herz und Eingeweide sucht man vergeblich. Die sind schon im 12. Jahre zu allen Teufeln gegangen. Leben Sie wohl.
ein Unglück, das man nicht allein mitteilt, ist weniger eindeutig und weniger bedrückend. Auf dem Weg hierher habe ich darüber nachgedacht. Wenn ich allein hineingehe, muss ich gleich anfangen zu reden. Nach ein paar Worten wissen Sie Bescheid und ich habe nichts mehr zu sagen. Wenn wir zusammen hineingehen, sage ich ihm beispielsweise nach langem Umschweifen, man hat sie so gefunden, ihre Hände waren gefaltet. Ihre Hände waren nicht gefaltet. Sehen Sie, unwillkürlich redet man. Dann hören Sie uns zu und denken nicht daran, der schlechte Nachricht ins Auge zu sehen. Es ist wichtig, dass man ein bisschen redet im Kreise der Unglücklichen, dass man sie nicht sich selbst überliest, noch die am wenigsten Beteiligten nehmen unbewusst einen Teil des Schmerzes auf sich. Noch die am wenigsten Beteiligten nehmen unbewusst einen Teil des Schmerzes auf sich. Nach einem kurzen Tanzstück zu Interieur von Maurice Maeterlinck folgt Tarelkins Tod. Eine Abrechnung mit der russischen Justiz und Bürokratie von Alexander Zukowo-Kobylin. Ein Stück, welches nach seiner Erscheinung 1869 über 30 Jahre verboten wurde, bis es uraufgeführt werden konnte. So gut, ich mache Schluss! Mir reicht's jetzt! Meine Vorgesetzten reißen mich in Stücke. Meine Gläubiger nageln an meinem Sarg. Ich habe die Misere satt. Also werde ich das Zeitliche segnen. Aber wie ein Hund krepieren will ich das heute noch lange nicht. Kommt gar nicht in Frage. Eines natürlichen Todes sterben? Nie und nimmer. Die Natur und ihre Gesetze, das ist was für Idioten. Ich, Tarelkin, sterbe, wie es mir passt, wo es mir passt und woran es mir passt. Verstanden? Komm tot. Wo ist dein Stachel? Du machst allen Plagen ein Ende. So her mit dir. Und Schluss mit den Schulden. Schluss mit den Rechnungen und Schluss mit der Pumperei. Lebt wohl, ihr Herren da oben und da unten. Ich bitte um Vergebung, meine Herren Vorgesetzten. Lebt wohl, meine Freunde, meine Totengräber. Ihr feigen Hunde,
Tarelkin ist nicht mehr. Friede sein Gebein. Oder brauchen Sie vielleicht auch einen Verwalter? Ich bin wirklich ein glänzender Geschäftsmann. Wenn Sie sich überzeugen wollen, bitte, hier sind meine Zeugnisse. Meine Erfahrungen sind wirklich außerordentlich vielschichtig. Ich bin durch dick und dünn gegangen, ganz zu schweigen von meiner unendlichen Redlichkeit. Meine Herren, das ist eine einmalige Gelegenheit. Nein? Sie sind nicht interessiert? Dann möchte ich Sie aber bitten, sich zumindest meine Adresse zu notieren, für den Fall, dass Sie es sich noch einmal überlegen. Ja, bitte, schreiben Sie. Oder wollen Sie nicht vielleicht doch gleich ganz zugreifen? Ich bin auch in Finanzierung äußerst versiert. Ja, für einen Mann wie mich hat die Geschäftswelt keinerlei Geheimnisse. Mit einem Wort, ich biete Ihnen Produktivität, Zuwachsraten, Gewinnchancen, dass Ihnen der Verstand stehen bleibt. Schlagen Sie diese Hand nicht zurück. Schenken Sie mir Ihr Vertrauen. Ich sehe schon, Sie denken, Sie können das auch ohne mich. Aber sind Sie sich da sicher? Früher oder später, da wird es Ihnen leid tun. Alleine können Sie das doch gar nicht. Sie brauchen einen Fachmann. Sie brauchen einen Berater. Sie brauchen einen Vampir. Ein Monat auf dem Lande. In diesem Stück gibt es nur ein Thema, die Liebe. Nirgendwo sonst findet man so viel Verzweiflung, Irritation, Scham, Sehnsucht, Angst und Berechnung. Durch alle Altersklassen hindurch wird die möglichst unmögliche Verbindung gesucht. Endlich sind wir allein, Natalia Petrovna. Sagen Sie mir, was mit Ihnen los ist. Nichts, Michel, gar nichts. Und wenn etwas war, ist es vorbei. Das kann doch jedem passieren, oder? Auch über den Himmel ziehen Wolken. Wieso schauen Sie mich so an? Nur so, ich bin glücklich. Michel, öffnen Sie das Fenster. Der Garten ist so herrlich. Grüß dich, Wind. Als hätte er nur auf die Gelegenheit gewartet, hereinzuwehen. In Windeseile hat er das ganze Zimmer erobert. Jetzt lässt er sich nicht mehr verjagen. Sie sind jetzt so sanft und still wie der Abend nach einem Gewitter. Nach einem Gewitter? Gab es denn ein Gewitter? Es hat sich nur zusammengebraut. Tatsächlich? Wissen Sie, Michel, ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der gutmütiger wäre als Sie. Ehrlich? Nein, lassen Sie mich ausreden. Sie sind tolerant, liebenswürdig, verlässlich. Sie verändern sich nicht. Ich habe Ihnen viel zu verdanken. Natalia Petrovna, wieso sagen Sie das ausgerechnet jetzt? Weiß ich nicht. Ich bin fröhlich, entspannt. Lassen Sie mich plappern. Sie sind ein Engel. Heute Morgen hätten Sie das nicht gesagt. Hören Sie, Michel, Sie kennen mich. Sie müssen mir verzeihen. Unser Verhältnis ist so rein, so aufrichtig. Und trotzdem nicht ganz natürlich. Wir zwei können nicht nur Arkadi, mein Mann, sondern der ganzen Welt offen in die Augen sehen. Ja, aber... Und genau das belastet, beschämt und ärgert mich. Und wie ein Kind will ich meinen Ärger an einem anderen auslassen, besonders gern an Ihnen. Täte Ihnen dieses Privileg nicht auf die Nerven? Nein, im Gegenteil. Tja, manchmal macht es Spaß, den zu quälen, den man liebt.
Ja, den man liebt. Auch ich kann wie Tatjana sagen, wozu noch heucheln? Natalia Petrovna, Sie... Ja, ich liebe Sie. Aber wissen Sie, Rakitin, was mir manchmal komisch vorkommt? Ich liebe Sie. Nur ist dieses Gefühl so abgeklärt, so friedlich. Es erregt mich nicht. Es wärmt mich. Aber Sie haben mich nie zum Weinen gebracht. Und das wäre zwingend notwendig, glaube ich. Was bedeutet das? Diese Frage beantwortet sich von selbst. Wir kennen uns schon so lange. Ja. 4 Jahre. Ja, wir sind alte Freunde. Freunde? Nein, Sie sind mehr für mich als ein Freund. Natalia Petrovna, lassen Sie dieses Thema. Ich fürchte um mein Glück, es könnte in Ihren Händen zerbrechen. Nein, nein, nein. Die Krux ist, Sie sind zu gutmütig. Zu tolerant mir gegenüber. Sie haben mich verwöhnt. Seien Sie nicht so gutmütig, hören Sie. Ich höre. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich persönlich wünsche mir kein anderes Glück. Viele würden mich beneiden. Nicht wahr? Ich bin Ihnen hilflos ausgeliefert. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Ich kann ihn jetzt nicht sehen. Bis später. Was ist das? Der Anfang vom Ende? Oder das Ende schlechthin? Oder der Anfang? Einmal geküsst, ich hab dich zweimal geküsst, doch erst beim dritten Kuss hab ich gewusst, wie süß du bist. Ich hab dich einmal gefragt, ich hab dich zweimal gefragt, doch erst beim dritten Mal hast du mir endlich Ja gesagt. Die heilige Johanna von George Bernard Shaw, uraufgeführt 1923. Ach, wenn. Wenn das Wörtchen wenn nicht wär, ging das Kamel durchs Nadelöhr. Ich sage dir, deine ganze Kriegskunst ist zwecklos, weil deine Ritter zu einem ordentlichen Krieg nichts taugen. Für sie ist Krieg nur ein Spiel, so wie Tennis oder ihre anderen Spiele. Sie stellen Regeln auf, die dann sagen, was fair und was unfair ist. Die beladen ihre armen Pferde und sich selber mit Panzern, um sich damit gegen Pfeile zu wehren. Und dann fallen sie hinunter und können nicht mehr aufstehen und brauchen ihre Knappen, damit ihnen aufgeholfen wird, damit sie sich dann mit dem Mann, der sie vom Pferd geworfen hat, um das Lösegeld streiten können. Verstehst du nicht, dass diese Dinge vorüber und veraltet sind? Hilft ein Panzer gegen Schießpulver? Und selbst wenn, glaubst du wirklich, dass die Männer, die für Frankreich und mit Gott kämpfen, Pausen machen und um Lösegeld feilschen? Deine Ritter, die tun das nämlich. Sie leben davon. Nein,
Sie sollen kämpfen, um zu siegen. Sie sollen ihr Leben in Gottes Hand legen, wenn sie in die Schlacht ziehen, so wie ich das tue. Die einfachen Leute, die verstehen das. Die haben nämlich kein Geld, um sich mit Lösegeld zu beschäftigen. Aber halbnackt sind sie mir gefolgt. Runter in den Graben, rauf auf die Leiter und über die Mauer. Für sie heißt es, mein Leben oder das deine und Gott schütze das Recht. Ja, schüttel nur den Kopf. Und der Blaubart da soll ruhig sein Ziegenbart kräuseln und die Nase rümpfen über mich. Aber du, erinner dich an den Tag, als deine Ritter und Hauptleute sich weigerten, mir zu folgen, als ich die Engländer bei Orléans angreifen wollte. Du hattest das Tor zugesperrt, um mich in der Stadt festzuhalten. Aber das Stadtvolk und die einfachen Leute sind mir gefolgt. Sie haben das Tor gesprengt und gezeigt, wie man richtig kämpft. Wo wärt ihr jetzt alle, wenn ich mich nach eurer Wahrheit gerichtet hätte? Keiner von euch hilft mir. Keiner gibt mir Ratschläge. Ja, ich bin allein. Ich bin immer schon allein gewesen. Mein Vater, der hat zu meinen Brüdern gesagt, werft sie doch ins Wasser, wenn sie nicht hierbleiben will und sich um meine Lämmer kümmern. Und da draußen, da verblutet Frankreich. Ja, Frankreich soll ruhig verbluten, aber Hauptsache, meinen Lämmern geht's gut. Ich dachte immer, Frankreich hätte Freunde am Hofe des Königs. Aber ich finde nur Wölfe, die um Stücke von seinem armen, zerrissenen Leib kämpfen. Ich dachte, Gott wäre überall und hätte überall Freunde, weil er der Freund aller Menschen ist. Und in meiner Unschuld habe ich geglaubt, ihr würdet mich vor allem beschützen, wie Türme. Gut, ich weiß jetzt Bescheid. Es ist immer gut zu wissen, woran man ist. Glaubt nur nicht, dass ihr mich schrecken könnt, wenn ihr mir sagt, ich stehe allein. Frankreich steht allein, Gott steht allein. Und was ist meine Einsamkeit im Vergleich zu der Einsamkeit von Gott, zu der Einsamkeit von meinem Land? Ich sehe jetzt, dass die Einsamkeit Gottes meine Stärke ist. Was wäre er, wenn er euren eifersüchtigen und kleinlichen Ratschlägen folgen wollte? So soll auch meine Einsamkeit meine Stärke sein. Es ist besser, mit Gott allein zu sein. Seine Freundschaft lässt mich nicht im Stich. Nicht sein Rat, nicht seine Liebe. Im Schutz seiner Stärke will ich wagen. Immer wagen, bis in den Tod. Ich gehe jetzt zu den Leuten raus. Ich gehe da jetzt raus. Die Liebe in ihren Augen wird mich über den Hass in euren Augen hinwegtrösten. Ihr werdet alle froh sein, wenn ihr mich brennen seht. Aber wenn ich ins Feuer gehe, dann gehe ich durch das Feuer in das Herz meines Volkes hinein. Fürst de Ligne, verzeiht, wollt ihr die Wäsche auch verbrennen? Casanova, nein, die nehme ich mit. Es ist nicht viel. De Ligne, wohin? Auf Reisen. Wohin und wann? Jetzt gleich, nicht nur in Dux gibt's Totengräber. Jacques, mein Freund, ihr wollt den Neujahrspunsch mir wohl versauern. Lasst den Stuss. Casanova braust auf. Für euch erlaucht ist's Stuss, für mich ne Schande. Schwör's, ich würd rot, gäb's einen Grund, dass ich bis jetzt kein Dieb bin. Wär ich's nur, ein Dieb ist König, bloß Gnadenbrotempfänger. Ihr seid Bibliothekar. Casanova lässt seiner Wut freien Lauf. Was soll's? Der Haushofmeister gießt mir Wasser in Wein. Das wisst ihr nicht? Man trug Erdbeeren im Sommer vor mir auf und gab mir nichts. Das wisst ihr nicht? Und dass ein Hahn, der Teufel hol ihn von Mitternacht bis zwei, mit seinem Falsett lanzettenscharf das Ohr durchbohrt mir, das wisst ihr nicht? Und dass nicht ich es war, der kürzlich hochgeborenen Gästen im Waffensaal die Lanze Wallensteins, seine Reliquie zeigte, blieb euch das verborgen?
und wie man mir zum Spott auf Zäune meine Kleiderfetzen gespießt hat und verstümmelt all die seltenen, illustren Pergamente und wie der Geistliche dies Fettgeschwür am Leib der weltumfassenden Kirche 3 Wochen lang mich mit der Heiligen Schrift gemästet. Ich bitte um ein Pferd, das fliegt. Man gibt mir einen Ackergaul. Die Suppe ist so heiß, dass sie die Kehle mir verbrennt. Der Graf will mich nicht grüßen, trotz der Regel, wonach der Stärkere als Erster zu grüßen hat. Da ist eine Gemse im Park verschwunden. Ich bin schuld. Gesinde, Adel, alles gleich. Halt, lasst mich reden. Erstmals hier in Dux red ich wie Sie, Gepruste. Versuch in Voltaires Sprache ich zu bilden, Sie ein Hohngelächter. Und trage ich eine Stunde ausdrucksvoll mit Gesten Tasso vor, Gelächter, werd ich wütend, geht's noch lauter zu. Neig ich den Kopf zur rechten Schulter, mach 3 Verbeugungspaar, wie sie Marcel im Jahre 47 die Hochgeborenen lehrte. Lachen, beug ich mich zu schöner Damen Hände, prompt unterdrücktes Prusten, müh ich mich in sie des Menuetts geheime Reize einzuweihen, drängt sich der Pöbel in der Tür und heute mein goldenes Kamisol ist nicht mehr Mode, doch da es mir gehört, gibt's Augenzwinkern. Verschling ich eilig einen Pfirsich, lachen, kann ich die Nuss nicht knacken, lachen, im Knopfloch Lorbeer, lachen, Veilchen, es schallt, ich esse, faste, trinke, bin nüchtern, lachen, ich singe lustig ein Lied, wie auf Bestellung lachen. Und stoße ich in der Hetz den Nachttopf um, ein Lärm brüll ich, ein Krach, als schlüge man wem mit der Axt eins über, sie lachen, bis Schluck auf sie quält. Phönix, ein Theatergedicht von Marina Tsvetajewa. Automatenbuffet von Anna Gmeiner. Dieses Stück, was man irgendwo zwischen Marie-Louise Fleißer und Öden von Orwert ansiedeln kann, wurde 1932 in Hamburg uraufgeführt, bevor 1933 Gmeiners Werk verbot wurde. Seitdem wurde es nie wieder in Deutschland gespielt. Hallo, hier ist das Baden verboten. Lassen Sie mich. Können Sie nicht lesen? Es ist verboten, im Weidenteich zu baden. Nicht einmal zum Sterben kann man seine Ruhe haben. Ach so, Sie wollten sterben. Soll ich mich jetzt vielleicht bei Ihnen bedanken? Nein, das ist nicht nötig. So, und was soll ich Ihrer Meinung nach jetzt anfangen? Ich habe 2 Abschiedsbriefe geschrieben. Ich kann doch jetzt nicht wiederkommen und sagen, das Ganze war ein Irrtum. Nein, das kann man nicht. Gut, dass Sie das einsehen. Sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich da reingegangen? Glauben Sie, Sie können mich ausfragen, weil Sie sich in meine Angelegenheiten gemischt haben? Bitte? Liebe. Bitte?
Ich meine, es hat sich um einen Mann gehandelt. Den Sie nicht bekommen haben? Eben schon. Aber man bringt sich doch nur aus der Liebe um, wenn man jemanden nicht bekommt. Es war so furchtbar hässlich. Und ich habe es mir so schön vorgestellt. Warum haben Sie mich rausgeholt? Dort hat man wenigstens seine Ruhe. Sie sind doch noch so jung. Das Leben liegt noch vor Ihnen, sozusagen. Sozusagen. Es gibt doch auch Menschen, die nicht gemein sind. Und es gibt Ideale, für die es sich zu leben lohnt. Jetzt bestellt sich meine Tante schon den Trauerhut. Sie sind jetzt sozusagen losgelöst von früher. Es gibt kein Zurück. Sie haben gar keine Verpflichtung gegen das, was Sie gestern waren. Sie lassen den Bräutigam mit dem Zylinderhut vor der Kirche stehen. Der Abendbrottisch ist gedeckt, aber Sie setzen sich nicht mehr dazu. Sie sind abgemeldet. Und was wird jetzt aus mir? Sie können doch nicht leugnen, dass Sie gewisse Verpflichtungen auf sich genommen haben. Sie werden ein neues Leben beginnen. Es wird eine Zeit kommen, wo Sie nicht begreifen werden, dass Sie so leichtsinnig mit Ihrem Leben umgehen konnten, wo es doch gar nicht Ihnen gehört. Wem denn sonst? Der Allgemeinheit. Und Sie werden wieder lernen, wie schön das Leben ist für einen Menschen, der seinen Platz ausfüllt. So wunderschön. Sie werden mir einmal dankbar sein, dass ich Sie gegen Ihren Willen gerettet habe. Vielleicht täte es einem wirklich einmal leid, wenn man tot ist und es passiert irgendetwas Wichtiges. Sehr Wichtiges. Na, wenn nichts Besseres nachkommt, der Fischteich, der läuft ja nicht fort. Sie werden nicht zurückkommen. Wir sind im Automatenbuffet der Frau Adam. Ein großer, kahler Raum mit Theke, Tischen und Bänken. Links gibt es einen Glaskasten und Bierhänne der Wand entlang. Hinter den Glasscheiben präsentiert der Vitrinenschrank Lackschinkenbrötchen, Schlagwurstbrötchen, Jagdwurstbrötchen, Salamibrötchen, Brötchen mit Arzer Käse und viel weitere Sorten. Durch den Einwurf einer Münze lässt sich eines der Fächer öffnen und der hungrige Gast kann sich bedienen. Neben dem Buffet steht ein automatisches Klavier, was soeben leise und verstimmt den Schlager »Ich hab dich einmal geküsst, ich hab dich zweimal geküsst« zu spielen beginnt. Würstchen, die Herren. Ja, Würstchen! Noch keiner von den weiteren Vereinsmitgliedern da? Nein, auch mein Mann ist noch nicht zurück. Bier? Gern. Ja. Da wären wir. Wer ist das, wir? Clementine, ich habe dieses Mädchen mitgebracht. Das sehe ich. Aus dem Wasser. Das sehe ich auch. Wir sind ganz nass beide. Sie heißt Eva. Sie bleibt hier. So, wo denn? Kann ich mich eigentlich jetzt hinter dem Ofen wärmen? Da ist er. Sie können dann helfen, die Gäste bedienen. Schön. Du willst wohl so stehen bleiben, bis man auf dem Boden Kahn fahren kann. Oh, ich könnte mich umziehen gehen. Du merkst doch alles, Adam. Das Buffet hier ist von meiner Mitgift gekauft. Von dem Geld, das mein seliger Vater sich zusammengekratzt hat, davon wird nichts vertan. Da hinten steht ein Eimer und ein Lappen. Mit dem können Sie den Boden aufwischen. Dann spannen Sie ihn über den Eimer, damit er trocknet. Dann werden Sie sich eine Schürze anziehen. So können Sie nicht rumlaufen, wenn alle kommen. Ein eigenartiges Mädchen. Liederlich sieht sie aus. Haben Sie die Beine gesehen? Und allerhand anderes. Kann man das Fräulein hinten reinzwicken oder muss man sich erst vorstellen? Versuchen Sie es, wenn es Sie nicht zu sehr beunruhigt. Ja, machen Sie nur Witze. Sie können sagen, was Sie wollen, Herr Redakteur. Aber was das Volk beunruhigen kann, gehört nicht in eine Zeitung. Sie verwechseln wohl unsere Zeitung mit Ihrem Schlafpulver. Solche Sätze wie Europa ist ein Pulverfass, in das jeden Moment der zündende Funke fallen kann, solche Sätze sind gesundheitsschädlich. Schreiben Sie ruhige Sachen. Ja, es ist doch nicht meine Schuld, dass die Zeiten nicht ruhig sind. Es ist doch immer wo geschossen worden, seit die Welt besteht. Und immer hat es Vulkane gegeben, die ausgebrochen sind. Lebenskunst, Herr Arendt, das ist die Kunst, nicht dabei zu sein. Immer im Nebenzimmer, wenn es schießt. Nie in der Nähe, wenn der Vulkan ausbricht. Stimmt's, Frau Adam? Es ist spät. Oder bekommen die Herren noch etwas? Nein, danke. Wir warten nur kurz, bis der Regen nachlässt. Das Buffet ist kein Regenschirm. Wer nichts genießt, muss eben nass werden.